Vielleicht auch zur Not noch ein Klotz oder so, dass man hier wieder reinkommt. Was haben wir denn hier für ein komisches Teil? Das sieht aus wie irgend so ein Wein oder irgendwie sowas, oder? Oder was könnte man da? Mühle oder so? Eine Mühle? Eventuell. Ist natürlich schon ein bisschen zerfallen, also schwer zu erkennen. Ne? Aha, sieht aus wie eine Mühle, hast du recht. Reihe früher wohl. Wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass es ein Bauernhof oder so war. Ja gut, dann müsste er. Eine Treppe. Bloß nicht mal kommen. Ah, es sieht ein bisschen riskant aus, macht man das richtig. Alter Verwalter, wie kriege ich das drauf? Was sagt jetzt? Nicht übel, das Haus sah von außen normal aus. Jetzt nicht so gigantisch. Guck dir mal die Tore an. Das war für die Tiere. So Stall oder so. Wie sind denn die Viecher hier hochgekommen? Hä? Hier sind ja auch so riesen Tore. Ja, aber du hast doch gesehen, da ist eine. Ja, das ist der Eingang, den ich gerade gesehen hatte von außen. Nicht übel. Ja, das sind Ställe. Pferde, Kamele, Frösche, Elefanten. Fische, Nashörner waren hier. Mäuse, Ratten, hier ist ein kleiner Käfig für Ratten. Ne, ist ein Tapeziertisch. Oh mein Gott, das da oben bedeutet, wir stehen unter Gottes Schutz. Ein Kreuz. Ein Kreuz. Krasser Scheiß. Ja, jetzt könnte man in dem einen Ding dann noch auf den Dachboden gehen. Und dann hätten wir alles, glaube ich. Heftig. Na gut, zurück können wir jetzt hier die Treppe. Aber was war denn das andere Gebäude dann, das zugewachsene? Da waren wir nicht drin, wo wir am Anfang hier waren. Das zugemusst. Irgendwo anders zu, vielleicht sieht man da ja auch an. Stimmt. Also sind es zwei Gebäude gewesen. Okay. Na gut, das war dann der nächste Part. Dann machen wir jetzt gleich einen Part noch nach oben auf dem Dachboden, auf dem Mini-Dachboden.